Kühn, das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir Grünen hatten in der letzten Wahlperiode bereits gefordert, dass das Wohnungseigentumsrecht grundlegend modernisiert, vereinfacht und reformiert wird. Und ich finde, Ihr Gesetzentwurf ist ein guter Gesetzentwurf, aber er kommt leider viel zu spät. Und ich finde, Sie haben sich damit zu viel Zeit gelassen. Aber lieber spät als nie. Der Problemdruck ist enorm. Wir haben einen massiven Sanierungsstau bei Klimaschutz, Barrierefreiheit, Elektromobilität, Digitalisierung. Das heutige WEG-Recht verhindert quasi die Schaffung von Wohnraum bei Aufstockung und Umbau in Gebäuden in den Ballungsräumen. Und das heutige WEG-Recht ist streitanfällig und nicht kompatibel mit dem Mietrecht. Das gesamte Gesetz bedarf einer Reform, und das wird ja auch vorgelegt, und das finden wir gut. Kernelement Ihres Gesetzentwurfs ist einmal ein Paradigmenwechsel innerhalb des WEG-Rechts in Richtung eines Gesellschaftsrechts und damit einer stärkeren Stellung des Verwalters. Und zweitens die Absenkung von Beschlussquoren für bauliche Maßnahmen. Also für alle Beschlüsse reicht in Zukunft eine einfache Mehrheit. Ich finde das einen mutigen Vorschlag. Aber der Mut hat Sie leider verlassen. Denn wer die Rolle des Verwalters stärkt, muss den Sachkundenachweis einführen, muss eine verbindliche Qualifikation von den Verwaltern ermöglichen. Das tun Sie nicht. Und das ist das große Problem dieses Gesetzentwurfs. Es braucht endlich einen verbindlichen Sachkundenachweis. Und Herr Lutschak, ich will Sie mal kurz daran erinnern, weil Sie ja auch den hier gerade eben genau vor meiner Rede ja hier gefordert haben. Es war die CDU-Fraktion in der letzten Wahlperiode, die den Sachkundenachweis verhindert hat. Es war niemand anders im Parlament. Es war die CDU-Fraktion im Wirtschaftsausschuss. Und deswegen finde ich sehr gut, dass wir beide seit an Zeit gemeinsam Herrn Altmaier jetzt lange Beine machen bei der Frage des Sachkundenachweises. Denn das muss die CDU liefern. Und das erwarten wir jetzt auch von Ihnen, gerade wenn Sie hier in dieser Debatte den Mund auch so voll nehmen. Beim WEG-Recht geht es um kein nerdiges Thema, und es geht auch nicht um ein immobilienwirtschaftliches Thema alleine. Es geht um das Lebensumfeld von vielen Millionen Menschen. Es betrifft 22% aller Wohnungen in Deutschland, in meiner Heimat Baden-Württemberg sogar 33%. Und deswegen teilen wir auch und sehen auch die Kritik, die es sozusagen in der Verbändelandschaft auch gibt. Das ist auch heute zum Teil angesprochen worden. Wir werden uns sehr intensiv auch mit den Vorschlägen der Eigentümerverbände auseinandersetzen. Aber eins ist klar. Ja, wir brauchen eine umfassende Reform, und wir brauchen eine WEG, die in Zukunft handlungsfähig ist bei den Herausforderungen des Wohnens im 21. Jahrhundert. Dieser Gesetzentwurf berücksichtigt aus unserer Sicht zu wenig Klimaschutz. Ja, der Sanierungsstau ist angesprochen worden. Wenn wir so weiter sanieren in den WEG-Einlagen, die wir in Deutschland haben, haben wir alle WEG-Anlagen und alle Wohnungen in 166 Jahren saniert. Damit ist der Klimaschutz nicht zu machen. Deswegen braucht es noch mehr Vorschläge, auch jenseits der Absenkung der Quoren. Zum Schluss. Wir werden uns den Gesetzentwurf im weiteren Verfahren sehr genau anschauen. Und dabei gelten für uns folgende Kriterien. Taugt er in der Praxis? Bringt er mehr Klimaschutz, mehr E-Mobilität? Stärkt er den Verbraucherschutz und die Rechtssicherheit? Und dann sind wir auch bereit, mit Ihnen gemeinsam einen Gesetzentwurf auf den Weg zu bringen, der das Wohnen im 21. Jahrhundert ermöglicht. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Kühn, für Ihre Rede. Und es läuft sich warm. Aus der CDU-CSU-Fraktion der Kollege Sebastian Steinecke.